Hallo Leute und herzlich willkommen zum Skin Spotlight von Fuck for the Skin 99 Dub. Let's catch us some scoundrels. Admiral Ao Kuang. Dürfte, kommt der Skin, also. Hallo? Da. Also, über den Skin freut sich Hiroki total gerne. Beziehungsweise Niklas, ach, keine Ahnung, oder Aurelius, ich weiß nicht, ach, feier, keine Ahnung. Zu viele Namen. Diesen Skin bekommt man aus der Polonesien-Chest, oder Polonesien-Chest, ach keine, wie es auf Deutsch heißt. Halt der Chest mit aus dem Divine Uprising Event, wo man am Ende auch den Pelé-Skin bekommt. Der Skin ist in den letzten Fällen davon drin. Also das ist jetzt der letzte Skin, den man. You know what they say. Also. A calm sky never made a skillful admiral. Okay. Das ist ja der letzte Skin, den man aus der Chest ziehen kann. Okay, ich gehe mal ganz kurz, bis gleich. Okay. Ah, warte, das habe ich vergessen. Zack und zack. Ja, der Sound ist so leise ohne den Sound, ohne den, ne? Hier. Bleibt vielleicht noch ein bisschen. Also, Admiral Ao Kuang. Dieser Skin, also vielleicht kann man, ja, man kann ihn von vorne sehen. Ich finde, das Gesicht sieht ein bisschen komisch aus. Wenn man schaut, also man kann nicht das Gesicht sehen. Ich finde, es sieht ein bisschen komisch aus. Nicht so wunderschön. Aber okay, ja, wird man mit klarkommen. Ich finde auch, ich hätte es irgendwie lieber gehabt, hätte er Schwarzhaare gehabt oder so. Ich finde das cooler. Weil das ist auch okay, das Blau ist. Ich finde, das ist sehr One Piece angehaucht. Die ganzen. Okay, ich hab ein so wie es aussieht. Die ganzen Marineleute sind ja, haben ja auch immer so weiße Anzüge und sowas. Okay, dann habt ihr jetzt gerade mal die Autotext sehen. Das Wasser ist auch insgesamt, die Wassereffekte sind wirklich cool, mir gefällt das. Ein bisschen was von Hibo. Aber auch hier auch die ganzen Autotexte, der Splash Wasser weg. Und dann kommen wir jetzt mal zu 1. Der Wasserexplosion der Unsichtbarkeit. Ich setze das mal hier hin. Hier sieht man es. Auch auf dem Boden. Okay. Auch die Sounds sind. Schaut mal, zack und. Nein. Bin nicht gesehen. Ich vergesse es immer. Also hier die Unsichtbarkeit und auch das Teil. Wie das explodiert. Hat das vielleicht extra Effekte? Nee. Okay. Dann kommen wir zu zwei mit kleinen Drachen. Die sehen schon cool aus, auch mit dem, dass da halt, dass so viel Wasser ist und so. Was sind das für Autos, für Sounds? Und. Meet my cutlets. Warte, kann ich von denen mehrere haben? Meet my cutlets. Na nee, es geht nicht, schade. Wäre lustig gewesen. Nochmal kurz hier. Dann kommen wir jetzt zu 3, der dem Wasserwirbel, also dem Wasser nach vorne schießen. Zack. Das geht so schnell, das wusste ich gar nicht. Also. So, nochmal zack. Das sieht so ein bisschen aus, als ob er mit seinem Schwert einmal nach vorne stechen würde. Also halt, dass die so aufgebaut sind, wenn man mal schaut. Das sieht aus, als ob da Schwerter vorne wären. Oder vielleicht ein bisschen so wie Blitze. Okay, dann kommen wir jetzt zum krassesten Part dieses Skins. Dafür bräuchte ich nur einen Neathbot. Oder was heißt? Hi. Meiner Ulti. First Blood. Seht ihr, was hier gerade passiert? Ich bin ein Boot. Ich bin ein Boot gewesen. Das ist voll cool gemacht. Also, mir gefällt das auch total gut. Ich kann vielleicht gleich nochmal sagen. Noch kurz warten. Hey. You have slain an enemy.
Das sieht so krass aus. Mann. Ist ja auch ein Bus sein. Warte, die können sich selbst aus. Die können sich selbst killen, kann das sein? Das sieht lustig aus. Das ist ein bisschen verwackt. Es ist, also, ach, leider, ich bin da oben drauf. Wenn man schaut, schau mal, ich bin da ganz vorne oben. Nein. Lass mich weg von der. Ey, bin nicht weg. Bin nur nett. Okay, dann machen wir mal zu den Westlands, beziehungsweise zu Westpack. Schicken hier hin. Sound aus. Zack. Und. You can try and commandeer my ship. Emphasis on try. I will skewer you for insulting my fine vessel. Are you afraid of heights? If you aren't, you will be soon. Pirates are never welcome on board. You remind me of a pirate I once killed. I will skewer you for insulting my fine vessel. Why didn't the sailors play cards? Because the Admiral was standing on the deck. Saw a pirate standing in a pile of gold on his ship that came partway up his legs. He learned that his booty was only shin deep. So I was eating alphabet soup, and all of a sudden, I found all seven C's. Oh, Gott. Why didn't the sailors play cards? Because the Admiral was standing on the deck. Yes! Spectacular! Your commander material. Call me Admiral. We did it. Group up. Good luck, rotten scoundrels. Remember to soar. Shh! Don't worry. You're welcome. That's too bad. Oh no. Good work. Till next time. Ultimate is ready. Follow me. Ultimate is down. Set up an ambush here. Okay. Dann mal sehen. Die Uhr wie Ante. Meet my cutlass. Oh, it's down. We have fought countless sky dragons. You work so different. Komm nochmal, 4 okay, Anzahl, bitte. Ich will jetzt doch gerne sterben. Meet my cutlass! Naja. Mach mir bitte mehr Schaden, dass ich mich heile. So. An Admiral goes down with his ship. An Admiral goes down with his ship? Okay. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen muss, das ist an sich. Zack. Sollen wir leiser machen. Damit man mich wieder gut hört. Das will ja jeder, darf ich auch natürlich ein, um mich zu hören und ich die Skin zu sehen, ist wäre unwahrscheinlich. Okay, falls es euch gefallen hat, lasst gerne mein Like da. Ich freue mich immer. Wenn es euch gefällt, falls ihr mehr von sehen wollt, schaut mal auf meinem Kanal vorbei, dann das ist ja die anderen Skins, wird das online sein von diesem Patch. Und auch der T-Reif schaut mal, wie ihr den Skin findet. Ich finde ihn wirklich gut gemacht. Ich war jetzt ein bisschen zwischendurch, also ich finde das die blaue Haare finde ich einfach nicht super cool. Aber das fällt nicht so super auf. Und an sich ist der Skin wirklich sehr gut gemacht. Davon infekten, ich finde das Schiff unglaublich. Das ist so cool gemacht. Kann ich ja nochmal zeigen. Kann ich ein bisschen überspringen. Heini. Ja. Das X war da. Meet my cutlass. Es war da. Und
nicht mit 100% sicher, und dann wird es halt nicht mehr da. You have slain an enemy. Alter, Mann, du weißt, wir müssen überleben sein. Double kill. So, nochmal. Hier vorne sieht man, also wenn man schaut, da vorne ist der Okrong drauf. Zack, und drunter. Okay. Zack, tschüss. Okay, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr den Skin findet, wie gesagt. Falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert gerne mal. Ich freue mich immer über neue Leute, wenn die zuschauen. Ich freue mich, wenn irgendwie mein Content sieht. In letzter Zeit habe ich zwar immer so ein bisschen wieder Schübe nach oben, also halt immer mehr Abonnenten, aber naja, so viele Videos auch wieder jetzt in 59. Das ist schon recht wenig bisher. Mal schauen, vielleicht werde ich jetzt wieder größer, wer weiß. Aber es macht mir trotzdem an sich Spaß, die ganzen Videos zu machen. Und ich finde schon schön, wenn Leute Kommentare schreiben. Ich finde das freut mich immer. Und ich freue mich auch total auf, das einfach zu beantworten. Es ist schön zu sehen, dass Leute wirklich die Videos schauen und so. Ich will es auch nicht mehr. Okay, danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. So nehmen wir einfach, falls ihr bisher geschaut habt. Ich glaube, das dürfte recht wenig Menschen sein. Okay, gut. Dann ciao.